Hey Leute, hier ist wieder Retro Joe und heute habe ich mal Bock, mir ein Rennspiel für eine Handheld-Konsole reinzuziehen. Wir fahren nämlich demnächst in Urlaub, da sitzen wir eine ganze Weile im Auto und deswegen gucke ich mir jetzt mal F-Zero GP Legend auf dem Game Boy Advance an. Los geht's! Die F-Zero-Reihe war ja auf dem Super Nintendo nicht nur einer der Starttitel, sondern auch bis lange Zeit in den Lebenszyklus der Konsole rein eines der beliebtesten Games. Auf dem N64 gab es einen Ableger, auf dem GameCube gab es dann noch einen Ableger, aber das war's dann auch. Und dann gab es noch zwei Stück auf dem GBA, nämlich F-Zero GP Legend und F-Zero Fusion Frenzy, irgend sowas. Ich weiß es nicht genau, ist auch egal, wir spielen GP Legend, wir nehmen natürlich Captain Falcon, klarer Fall. Da gibt es gar keine Diskussion. Captain Falcon ist der coolste. Mute City. Und wir setzen mal ein bisschen mehr das Augenmerk auf Acceleration und nicht so auf Top Speed. Denn ich bin nicht der F-Zero Pro. Ich werde das ein oder andere mal in die Bande krachen. Ja, da bin ich sicher. 3, 2, 1, go! Hallo? Hallo? Muss ich ja den Knopf hier mehrfach drücken, um Gas zu geben. Das ist auch Quatsch. Die alte F-Zero-Mucke ist am Start. Richtig geil. Einer der besten Soundtracks, die es auf dem Super Nintendo, Game Boy und wo überhaupt noch nicht sonst alles gibt, so unterm Strich. Da stehe ich total drauf. Wir haben eine Booster, ich habe vorhin mal geguckt, den setzt man ein, indem man L und R gleichzeitig drückt. Dann warten wir aber mal ab, bis wir da hinten an der Geraden sind. Erste Strecke ist natürlich noch einfach. An dem Spiel hier ist noch zu beachten, es gibt einen Story-Mode. Da habe ich vorhin mal ganz kurz reingeguckt. Da ist aber relativ viel Text, den dachte ich mir, spare ich euch jetzt mal. Es geht ja letzten Endes hier auch ums Rennen selber. Und nicht um irgendeine Story. Aber für die, die es interessiert, im Story-Mode ist man so eine Art Weltraum-Cop und ist hier auf der Jagd nach den ganzen bösen Buben im F-Zero-Universum und Captain Falcon unterstützt uns dabei so ein bisschen. Wir sind aber irgend so ein anderer Kacknoob, den kein Mensch je vorher gesehen hat und danach wahrscheinlich auch nie wieder. Daher ist das nicht relevant. Ich muss aber sagen, so dass das Geschwindigkeitsgefühl hier fängt das Ganze für ein GBA-Spiel echt gut ein. Und steuert sich auch ziemlich ordentlich. Sieht auch insgesamt ganz nett aus. Mode 7 kann natürlich auch der GBA, genau wie das Super Nintendo. Und da sind wir schon in der letzten Runde. Bin gar nicht mal so oft gegen die Bande gekracht. Allerdings ist die Strecke ja noch relativ einfach hier. Erster von 30 und das ohne, dass ich bisher irgendeinen von den anderen 30 überhaupt mal gesehen habe. Das hätte natürlich jetzt gerade nicht sein müssen. Sieg! Ja, das war die erste Runde im einfachsten Cup in F-Zero GP Legend. Captain Falcon ist natürlich Erster. Oder wollt ihr doch mal den Story Mode sehen? Soll ich euch den Story Mode mal zeigen? Gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwo rauskommen. Wahrscheinlich, wenn ich das Rennen gestartet habe. Wir testen das jetzt mal. Na guck, da sind auch andere. Aufgeben. Ne, ich komme von hier nicht ins Startmenü. Dann ist egal, dann bleiben wir erstmal hier beim Rennen. Was ist denn für eine Strecke hier? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Four laps to go. Ich habe einen Booster. Danke für den Hinweis, Mr. Kommentator. Ja, bisher, wie gesagt, relativ. Eieiei. Relativ einfach, sagte er, und da flog er schon wie eine Flipperkugel durch die Gegend. Weiß nicht warum, ich will das da immer als Haarnadelkurve nehmen und die andere Richtung nehmen, aber das ist scheinbar nicht das Ziel des Ganzen. Wie gesagt, optisch und soundtechnisch ein Brett, wie man es von F-Zero gewohnt ist.
und Bock macht das Ganze auch. Ist, glaube ich, jetzt auch nicht eins der teuersten Spiele, die man sich kaufen will, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. Letzte Runde. Ich glaube, wenn wir die Runde beendet haben, dann machen wir hier auch Schluss. Für den ersten Einblick sollte das genügen und ich rede mich hier jetzt schon um Kopf und Kragen. Rennspiele und gleichzeitig reden taugt irgendwie nicht so zusammen, stelle ich gerade fest. Goal! Congratulations! Ja, wie gesagt, F-Zero GP Legend für den GBA. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, Leute. Das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.